Guten Morgen. Es ist jetzt 6 Uhr morgens. Ich muss nämlich heute um 7:30 anfangen, da muss ich gleich in 4 Stunden los. Ich habe schon das ganze Haus aufgeräumt, fertig gemacht. Und noch Brot schmieren. Und ein Tag kann der Tag beginnen. Heute arbeite ich bis um 12 oder 1, je nachdem, wie früh sie mich entlassen. Und dann bin ich um 2 oder um 3 zu Hause. Gehe dann mit Schoko, mit Goa jetzt eine kleine Runde und dann schauen wir mal, was wir machen. Ich habe heute irgendwie auf nichts Lust. Ich bin so kaputt. Ich bin jetzt am Bahnhof und habe erst gesehen, dass hier ein neuer Internetshop, Internetcafé aufgemacht ist. Ja, mein Ding war nass, war der erste. Aber Scheiße, was ist noch voller Action, ne, Grace? Ja, bin jetzt zurück. Schoko war eben noch mal eine halbe Stunde draußen. Sie war halt so 10 Minuten draußen. Sie darf ja nicht so lange. Ne, Grace? Nützt nichts. Also sie ist voller Energie. Das ist richtig fies für sie. So, wir gehen jetzt einfach mal in die Küche. Ich bin noch angezogen, weil ich will jetzt nämlich Gemüseschnitzel. Ich habe die Zusage bekommen, dass ich mit Schoko, obwohl er ein Pöbler ist, Sonntag mal zum Agility gehen kann. Agility. Weil, da muss ich ja halt erst fragen, aber da nur wir auf dem Platz sind, also die von einer Anfänger-Agility und wir ja mal einzeln das machen, fällt er eben Maulkorb auf, weil manchmal ist er ja auch zu Menschen so blöd. Und dann würde ich es einfach mal probieren. Vielleicht lässt er sich ja beschäftigen. Ich hoffe es ja mal, dass wir irgendwie mal was finden, was ihn beschäftigt, was nicht Fahrradfahren heißt, weil das er momentan einfach nicht gerne mag, eben seitdem die zwei Vorfälle passiert sind. Und ja, schauen wir mal. Schauen Sie sich an. Hier ist ein bisschen Salat und hier ist ein bisschen Gurke und das andere Kaninchen kriegt mal wieder nichts mit. Nö. Gucken wir ab. Hier noch eins. Oh, das ist auch ein Kaninchen. Oder war das mein Schatz? Da ist es ja. Oh mein Gott. No pipi. So. Und jetzt bin ich wieder. Sie ist schon wartet auf Futter. Dem an Rasenmäher. Hallo, wollt ihr was fressen? Bei den Meerschweinchen und Kaninchen ist das voll anders. Meerschweinchen fressen am liebsten Salat und die Kaninchen am liebsten Karotte. Obwohl Karotte steht auch als Zweitwahl, aber als erstes wird immer ein Salat gegangen. Oha, jetzt wird eine Paprika sich geklaut. Ciao.
So, es ist jetzt gleich 3 Uhr. Ich schneide jetzt gerade das eine Video. Also das von unserem Hundeverein sozusagen. Und dabei schauen die Kaninchen ganz gespannt den Mäusen zu. Die komischerweise immer tagsüber wach sind und gar nicht abends. Keine Ahnung. Da haben sie wohl mehr Ruhe oder so. Die beiden schauen gerne. Machen nix, aber die gucken immer nur. Ne? Ja. Wir verstehen schon. So, ich gucke jetzt noch ein bisschen Serie, 2 Folgen. Jede Folge ungefähr 40 Minuten. Das ist anders. Sie können die immer noch weiterhin Mäuse-TV. Deshalb will er, dass sie freiwillig auf die Mäuschen schlafen aber gerade. Niemand kann sie dazu zwingen. Und dann gehe ich, glaube ich, gleich noch ein bisschen raus zu den anderen Tieren. Mit ganz hübschen Kaninchen klicke ich jetzt. Ich fange gerade an, mit den Kaninchen zu klickern, weil ich möchte mit denen auch ein bisschen Auslastung machen. Weil ich finde, denkt man, denen ist auch zwischendurch mal langweilig. Und ich versuche sie jetzt gerade zu konditionieren. Bei jedem Klick bekommen sie ein Leckerli. So, dasselbe probieren wir jetzt auch mal mit dem Meerschweinchen, obwohl ich nicht glaube. Oha, ein Meerschweinchen lässt sich darauf ein. Aber ich glaube, bei dem muss ich das richtig langsam angehen lassen. Hallo Hühnchen. Hier. Geh rein. Richtiges Futter habt ihr bekommen schon. Yeah. So, jetzt will ich ein bisschen Essen machen, weil gleich kommt Menne. Heute gibt es Kräuterbrot mit Maiskolben und Ravioli. So, und während der Wartezeit vertreibe ich mir ein bisschen die Zeit mit Zielobjektsuche, da die Hunde ja heute nicht so richtig doll ausgelastet worden sind. Nasenarbeit ist ja immer ganz gut. Dafür habe ich einfach einen Kamillebeutel. Ich habe es euch auch schon mal gezeigt. Den verstecke ich gleich diesmal im Hauswirtschaftsraum, statt immer im Wohnzimmer. Ist ja langweilig. Sobald ihr den gefunden habt, gibt es einen Klick und einen Leckerli. So, ich gehe jetzt einfach in den ruhigen Raum. Und wir denken, der könnte überall sein. Und verstecke ihn einfach mal ganz leicht hier runter. Dort liegt er jetzt. Na, du bleibst jetzt mal da. Für Schoko haben wir es jetzt ein bisschen leichter gestaltet. Da liegt es vor der Tür. Mal schauen, ob er es jetzt hinkriegt. Ich hole ihn mal. Nein, Grace. Schoko. Zuckermelle. Grace. Zuckermelle. Unser Essen ist fertig und hiermit beende ich auch den Vlog für heute. Es ist jetzt 7:30 und ja, bis morgen!